Herzlich willkommen. Ich melde mich vom Know-how-Transfer dieses Jahr wieder einmal zum 25. Mal dieses Jahr. Die Wirtschaftsjunioren Deutschland treffen Abgeordnete aus dem Bundestag. Ich stehe hier mit Svenja Stadler von der SPD. Wir haben diese Woche zusammen verbracht. Das Europäische Gerichtshofurteil ist hereingeschneit in dieser Woche. Arbeitszeiten müssen erfasst werden. Das ist jetzt für uns junge, agile Unternehmerinnen natürlich irgendwie ein gefühlter Rückschritt. Wie gehen wir jetzt damit um? Also ich finde, ein Rückschritt ist es nicht wirklich. Aber ich kann das nachvollziehen, dass Unternehmen, also Startups in erster Linie, aber auch größere Unternehmen wie SAP das als Rückschritt empfinden. Ich finde, das ist eine Stärkung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte. Und gerade im Bereich von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, grundsätzlich sozialen Diensten, aber auch wenn es um Schwarzarbeit, Fabriken und anderen Gewerken geht, wo oft Überstunden nicht erfasst werden, ist das jetzt ein Vorteil und eine Maßgabe an die Parlamente, dafür zu sorgen, dass auch Überstunden erfasst werden und entsprechend dann ausgezahlt werden, ob in Freizeit oder monetär, das sei dahingestellt. Aber ich finde, es ist eine Herausforderung. Wenn einige sich darüber beschweren, ist das immer ein gutes Zeichen, weil die können damit eingebunden werden, um für effektive und gute Lösungen zu sorgen. Du sagtest gerade, das stärkt die Frauen vor allen Dingen. Jetzt müssen wir sagen, wir stehen auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist immer noch problematisch. Es geht dabei vor allen Dingen um Betreuungsplätze, die Betreuungslücke sowohl für Kinder als auch ältere Menschen, aber auch flexible Arbeitszeitmodelle. Wie kommen wir denn jetzt, Arbeitszeiten sollen erfasst werden, aber eigentlich brauchen wir mehr Flexibilität. Was können wir denn da noch erwarten? Ich finde, erstens, wir haben in der Vergangenheit schon viel geschafft, parlamentarisch, und auch viel für Frauen getan. Wir haben das Lohntransparenzgesetz eingeführt, das eben dafür sorgt, dass die Löhne gleich offengelegt werden, wenn Frau oder Mann das gerne möchten. Es ist ein Schritt, es geht natürlich darum, die Gleichberechtigung innerhalb der unterschiedlichen Arbeitswelten dazu. Wir haben jetzt den Wunsch, Recht auf mobiles Arbeiten oder auch Recht auf Homeoffice. Das sind so Ideen, die wir gerne einführen wollen, beziehungsweise die wir spielen, weil dadurch haben Frauen auch in ländlichen Regionen, aber auch in der Stadt die Möglichkeit, Familie, Freizeit, Selbstbestimmung, aber auch eben, was Pflege betrifft, miteinander zu vereinbaren. Und ich glaube, das sind gute Ansätze. Darüber hinaus haben wir mit dem guten Kita-Gesetz eine Möglichkeit geschaffen, auch da den Ländern wiederum einen Spielraum zu geben, ob die Randzeiten, ob die Kindergartenzeiten verlängert werden, ob Erzieherinnen und Erzieher die Möglichkeiten haben zur Weiterbildung und zur Fortbildung, ob Elternbeiträge freigestellt werden. Mit der neuen Idee oder dem neuen Gesetz, Ganztagsschulen zu unterstützen, mehr und mehr in die Fläche zu gehen oder eben installiert zu werden, schaffen wir weitere Freiräume für junge Frauen, aber auch für Frauen und für Frauen, die pflegen, ihre Möglichkeiten der Selbstbestimmung, aber auch dieses Selbstwertgefühl in Form von ich möchte arbeiten, wann ich möchte und wo ich möchte und so viel ich möchte, Freiräume zu schaffen, das auch umzusetzen. Also es gibt immer was zu tun und natürlich, genau. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass wir nie was getan haben. Nie was getan haben wir auf keinen Fall, aber wir sind noch auf einem langen Weg. Insofern, nächstes Jahr treffen wir uns wieder.